hätte ich doch was Neues probieren sollen. Wäre intelligenter gewesen. Ich nehme das Spiel gleich vom Markt. Ja, komm. Nehme ich mal so. Verkauf beenden. Ja, komm. Scheiß drauf. Mach ich mal raus hier, bevor da sich noch mehr Leute vergraulen hier. Da muss man halt in den sauren Apfel beißen, auch wenn die Kosten noch nicht gedeckt sind. Fans sind mir wichtig. Ich bin eh von 35k auf 33k runtergefallen. Das kann ich mir nicht erlauben, dass ich hier so weitermache. Nee, nee, nee. Nicht wirklich. So, okay. Und fertig. So, haben wir hier. Oh, da haben wir ein Level Up auf Sound 3. Oh, funktioniert. Funktioniert. So, ich hätte gern Magazinwerbung und TV-Werbung. Da gehe ich mal mit dem Preis hoch und so ungefähr. Bisschen Werbung muss ja sein und hilf mir, schnell, hilf mir. Da sitzt eine Spinne auf meinem Shirt und ich kann meine Hände nicht bewegen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht bin ich vor Angst gelähmt. Mach die Spinne weg, natürlich. Was für ein Käse. Oh, Level Design und AI schon wieder Kacke. Mann, wieso? Wieso? Ich hab doch eh die beiden Sachen so hochgedreht gehabt. Und das wäre immer noch zu wenig. Das check ich nicht. Ja, zumindest verkauft es sich halbwegs. Und ich krieg ein paar Fans. Oh nein! Es scheint einige Bugs vorhanden zu sein in Fallout. Wäre eine gute Idee, einen Patch zu entwickeln. Ja. Patch den Scheiß. Alter, der Patch wird ja riesig. So. So, gut gemacht. Ein neuer Patch hat die Bugs behoben. Dein Spiel wird jetzt besser verkauft und deine Fans sind zufriedener. Okay. Sehe ich aber nichts von, dass es jetzt besser verkauft wird. Aber ich kann eigentlich eh nicht meckern, wie es verkauft wird. Fans gewinnen. Immer doch. So, einfach mal die Leute hier verteilen. So, dann können wir hier auch, ja, munter forschen. Haben wir wieder einiges zusammengekriegt. 441 Fans haben wir gewinnen können. Supi! Sowas finde ich immer toll, wenn man Fans gewinnen kann. So, wie sieht's denn aus? So, maskiertes Blitting. Und Splitters benutzen diese Techniken, um erstaunliche 2D-Grafik auf dem Bildschirm zu zaubern. Okay. Die nächste Forschung dürfte bald fertig sein. Game Tools sind jetzt verfügbar für zusätzliche Modifizierungen. Systemdesign, diese Spiele, Mechanik und die Regeln sind ein kniffliges Geschäft. Mache es richtig und die Spiele werden sich in deinem Games verlieben. Okay. Noch ein bisschen was? Nee. Das war's dann. Dann haben wir eigentlich allgemein Trainings. Dann gehen wir hier mal durch und trainieren die Leute. Hier drüben zum Beispiel. Bei den Programmierern schon wieder. Die können hier ruhig was lernen. Ja. Training. So, das nächste gleich hinterher. Er kann auch trainieren. Sie kann auch nochmal trainieren. So, ihr zwei kriegt irgendwie nichts. So, hier nochmal irgendwie nachgeschissen. So, Strategie-Turn-Base-Spiele Trend ist vorbei. So, einfach mal weiter trainieren lassen. Es wird einen starken Trend für Simulations-Construction-Spiele geben. Aha. Simulations-Construction. Okay. Dann mache ich ein neues Spiel. Simulations-Construction und Market. The Global Market. Ah, okay. Achso, Plattform wählen. Ich habe die Plattform vergessen. Natürlich den G64 wieder. So, und los geht's. 2D V2, lineare Story, Simple AI.
Scripting, Safe Games. Scripting kann ich nicht rausnehmen, aber Safe Games könnte ich rausnehmen. So, ich bin jetzt Producer und wir sind richtig verteilt. Okay, perfekt. Perfekt, dann können wir Gas geben. Do your job. Okay. Graphics und AI. So, vielleicht hier noch ein bisschen. Und ich schraub hier noch. Was macht das eigentlich? Das Systemdesign kümmert sich um die Regeln und Mechaniken des Spiels. Ein gutes Design wird an die Herausforderungen von Level, Design und Inhalten angepasst, indem du es eine generelle Balance von entwickelnden Kräften erzeugst und trotzdem flexibel bleibt. Wenn ein Spiel in der Bandbreite seiner Möglichkeiten wächst, dann steigt auch die Anforderung an das Systemdesign. Ja, deswegen wäre es mal schön, wenn ich mal mehr Punkte zum Verteilen hätte. So, AI hoch. AI, Graphics hoch. Ja. Vielleicht hier nochmal so. Nehme ich lieber mal mit rein. Und dann los geht's. So. Ein starker Trend für Simulations Traction und wir hätten. Ah, was nehmen wir denn? Zukunft, 100k. Alter, die Story wird auch immer teurer. Und los geht's. The Global Market. Ja, da ist ungefähr wie Industriegigant dann. Und ja, Industriegigant war ja so, dass man irgendwie versucht, die Dinge hier zusammenzustellen. Also die Firmenwege, also erstmal produzieren alles und dann unter den Leuten einbringen. So was ist dann. Zombie-Spiele-Trend ist vorbei. Dann wäre es cool, wenn mein Trend hier kommen würde. Ja, Vega Master System kommt heute auf den Markt. Also momentan ist so eine richtig kleine Schwemme von ja, Spielen und so unterwegs. Ich will wieder auf meine über 4 Millionen kommen. Das wäre schön. Die machen mich immer. Das macht mich ein bisschen fertig, dass ich hier so weit hinten bin. Nee, das Bild geht ja mal voll nicht. Ich will was Passenderes. Nicht irgendwelche Viecher. Ich will irgendwas, was aussieht nach Bauen. Nach Bauen, nicht nach Schießen, nach Bauen. Oh. Dürfte funktionieren mit dem Würfelchen oben drauf. So, das Spiel ist eh gleich fertig. Das läuft. Für Steampunk-Spiele, da bin ich ja mit Zukunft nicht mal so verkehrt dran gewesen. Nicht so verkehrt. 91, 92, kommt schon. Gib mal Gas hier. Und 100%. So, Erfahrung gesammelt. G64, okay. Da sind wir aufgestiegen in der UI. Level Design sind wir aufgestiegen, perfekt. Also die Leute sind echt gut drauf. Sind echt gut drauf. Magazin und Radiowerbung. So, das wird ein gutes Spiel, da glaube ich dran. Und los geht's. Was hast du mir für einen Scheiß eingeredet eigentlich? Da fehlt's ja überall. Aber überall. Oh Mensch. Hä? Es war doch hochgedreht wie blöd. Alter, das wird schon wieder so ein Spiel. Ich habe wirklich hart gearbeitet und. Ja, komm, kriegst du eine Gehaltserhöhung. Leck mich. Ja, aber ich gewinne noch Fans, also es kann schon irgendwie funktionieren. Irgendwie. So, Training, haben wir hier keins? Haben wir hier irgendwo ein Training? Nein, nein. Ah, hier haben wir ein Training und hier haben wir ein Training. So, mittlerweile werden die Trainings ein bisschen teuer.
So, hier haben wir nichts Neues. Hier kann ich keinen neuen Raum erstellen. Der liegt immer so lang brach. Ich könnte noch so ein Kombi-Ding brauchen. Ich würde gerne einen neuen Monitor. Ja, komm. Ich bin ja nicht so kleinlich. Jetzt habe ich jetzt erstmal das Geld von der Werbung wieder drin. Muss ich ja irgendwo mal gesagt haben. So, wenn man nicht alles selber macht. So, haben wir hier irgendwas, irgendwas Neues? Nein. Aber ich starte ein neues Projekt und zwar kommt ein Adventure? Nee. Ein Action Shoot 'em up für den NES. Mortal Power. Mortal Power hört sich gut an. Mortal Power auch gut verteilt und los geht's. So, von Destiny Einstellungen übernehmen. So, sehen wir uns die ganze Sache mal an. Gameplay war zu niedrig. Gameplay wird ein Stück höher gemacht. So ungefähr. So, nochmal nachgucken. Gameplay. Ei, war fast zu wenig. Ich habe noch 5 Punkte übrig. So ungefähr. So, wie sah es denn eigentlich mit der Story aus? Sound, Graphics, Gameplay, Game Writing hat gepasst. So, einen Punkt habe ich noch. Das sind wieder so Sachen, die wir hier vorher nicht hatten. So, einmal mal hier hochdrehen. Und dann dürfte das funktionieren. Level Design soll schon hoch sein. Ja, ja, bin ich zufrieden mit. Das wird sicherlich eine über 70er Wertung. Hoffe ich jetzt gewaltig drauf. Wenn ich hier schon so viel reinsetze. So, ich habe Shoot 'em up. Ich nehme. Kriege ich Steampunk noch? Ich glaube nicht. Ich nehme Cyberpunk 100k. So, in meine 4 bekannten Sprachen. Und hier schön. Was? Produzent? Alter. Willst du das wirklich hier reinschieben? Nö, nö. Das lassen wir mal lieber so. Dass dem größeren Markt zugänglich wird. 3D V1 kann man erforschen. Geil. Bald mal die erste 3D-Grafik hier in den Tisch klöppeln. Und das 1986, also Respekt. So, ernsthaft, wer findet Queen's Quest lustig? Laufen, Gegenstand benutzen, sterben, Neustart. Laufen, anderen Gegenstand benutzen, sterben, Neustart. Nicht laufen, sterben, Neustart. Komisch. So, okay. Da wiederholt sich ein bisschen was im Spiel. So, ich bin so fern wie noch nie meiner 4 Millionen. Aber ich habe noch 3 Millionen. Simulation, Construction, Spieletrend ist vorbei. Das ist schon mal super. Also, dann kann ja vielleicht meins funktionieren. Mein kleines Techtelmechtel hier. Das wäre schön. So, das Spiel hat sich hier zu Ende verkauft. Perfekt. So, natürlich wieder ungefähr gut den Markt getroffen, wie sie es gern gehabt hätten. Ja, hat sich gut verkauft. Kann man nicht meckern. So, ich. So ein Auszeich des Jahresspiel wäre halt wieder super. Oder zumindest. Es wird einen Trend für Simulationsmanager-Spiele geben. Nein! Ich habe wirklich hart gearbeitet. Ja, komm. Ich bin doch nicht so. Ich habe ein großes Herz für meine Leute hier im Büro. Die werden zwar irgendwann mal einen Arsch voll Geld bekommen, aber Steuern 11k, wirklich. Ich habe 56k Gewinn gemacht. Wie habe ich denn das angestellt? Steampunk Trend ist vorbei. Ich treffe keins von beiden. Was habe ich denn jetzt eigentlich genommen? Trend für Schulspiele. Ihr habt doch einen Arsch auf. Das gibt's nicht.
Ich schaffe hier neue Trends. Ah, eine 98er Wertung, da kann man schlecht über.